Vater. Ja. Die Mayas hatten den Glauben, dass eine Grenze existiert zwischen unserer Welt und einer reflektierten Welt. Es ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Hinter diesen Morden steht ein Ritual, das Teil einer uralten Legende ist. Alles Denkbare ist möglich. Santos, Sie haben 4 Menschen umgebracht und ich fühle mich mitschuldig. Sie haben seit Tausenden von Jahren auf diese Art Menschen getötet. Nein! Mexiko, das Land der Mayas und des unheimlichen, todbringenden Voodoo-Kults, ist der Schauplatz dieses Films, der Sie mit unerklärlichen, mächtigen und geheimnisvollen Kräften in seinen Bann ziehen wird. Die Medizinmänner hier sagen, dass es 2 Arten gibt, in den Spiegel zu sehen. Ganz oberflächlich und auf eine andere Art, die hinter das reflektierte Bild geht. Man ist dann imstande, diese Linie zu überqueren, hinter der das Leben existiert, genau wie der Tod existiert.